Jetzt das Trimagische Turnier. Das Trimagische Turnier, das wird euch sehr aufregen. Wie soll ich in zwei Spielen aufholen? Da kann ich höchstens 20 verlieren. Beim Trimagischen Turnier 10. Und beim Speckrun habt ihr beide dieselben Chancen, das kann ich euch offen sagen. Und naja, wart's ab. Dann, ich möchte Knöpfchen drücken. Nein, du bist fett. Ey, 93 Kilogramm ist schon in Ordnung. Ja, okay, stimmt. Wenn man bei beiden, man verliert bei beiden 10 oder was? Warte, noch nicht losrennen, ne? Ach, das geht logisch noch nicht. Ey, ich hab immer noch Slowness 2, ich bieg nur noch 93 Kilogramm, ich bin weniger. Wo bist du, Weiß? Hier. Alter, bei mir warst du gerade unsichtbar. Wie viel kann man verlieren bei den beiden Spielen? Jeweils 10 oder nicht? Ja, bei dem hier kann man 10 verlieren, aber beim Speckrun ist das ein bisschen anders. Da verliert man nämlich pro Runde, die man gewinnt. Das heißt, okay. Der andere kriegt da nichts. Ja. Okay. Ja, dann ich muss, um das zu gewinnen. Du musst das hier gewinnen einfach. Und dann noch Speckrun alle Runden gewinnen, um zu gewinnen. Ja, toll. Ja, Mann. Da, also, es ist möglich. Und was muss man hier machen? Das ist ein Labyrinth. Oh. Also, ihr kennt das doch aus Harry Potter, oder nicht? Ja, das klar. Turnier. Ja, da gab es ja auch so ein Labyrinth. Mhm. Ja, schaffe ich nicht. Und wir gehen hierher einfach, ja? Mhm. Ja, ihr könnt jetzt raus. Also, oder wenn ihr bereit seid, natürlich. Okay, seid ihr ready? Ja. Dann go. Oh fuck, geht ja schon los. Boah, ich hab bei Labyrinth vor allem dann auch noch, wenn man falsch geht und das. Oh, Orientierung 0, Alter. 0. Ohne Witz. Weiß sagt jetzt. Ja, genau. Ist eine magische Wand, Alter. Zaubert doch nicht so viel. Das ist ein Leiter. Ja, guck mal, Weiß ist irgendwo da vorne schon, ja? Gönn dir doch was. Ja, du hast es eben noch lange nicht entschieden. Hä? Ja, oh, scheiße. Weiß gönnt sich wirklich. Ich, das stand dran, die Truhe bringt nur Schaden, also, und das stimmt auch. Ja, Alter, genau. Genau. Hä, hey, woher muss ich jetzt hier? Geh mal wieder kurz zurück zur Truhe. Ich? Ja, oder merkst du schon? Hä, hey, woher muss ich jetzt hier? Könnt ihr mir ganz kurz helfen? Das ist ein Labyrinth, das sagen wir noch nicht, wo lang du lang musst. Wie bitte, Fabi? Haben die mir die Wege jetzt zugemacht? Nein, die haben die Wege nicht zugemacht. Die sollen nur nerven. Oh, wer ist der Boss? Ja, ich glaube schon, jetzt? Dass da jemand der Boss ist. Jetzt? Ja, jetzt musst du einen Weg auswählen. Ja, Piper, los, renn! Ich will nicht den Weg. Ah, oh, ich werde das aber der Richtige, ne? Alter, lol. Sagen wir mal so, sie sind beide richtig. Ja. Schaffe ich eh nicht. Ja, weil sind identisch, die beiden? Aber erst. Nee, es ist sie nicht identisch. Fuck. Einfacher Einlagen. Das ist langweilig. Hat er auch schon einen Weg eingeschlagen? Freu mich schon. Also ich muss ehrlich sagen, Alter, Leute, und man kann da gar nicht herspringen, das sind so Leiter. Doch, das ist möglich. Fabi, du hast den behinderteren Weg gewählt. Find oh Mann. Nicht. So, aber bei dir sieht es auch ganz gut aus. Okay, da wärst du eigentlich einfach rübergekommen. Ja doch, bei Fabi sieht es ganz gut aus. Ja, warum hab ich immer den behinderten Weg? Weit. Ja, ich kann einfach nicht. Oh, jetzt geht's um die Wurst. Oh, nein, bitte nicht, Weiß, hör auf, Alter. Deine Mama hör auf. Wenigstens. Ja. Ach so. Ihr beide habt jetzt noch eine Challenge vor euch. Also ein Raum. Hä, woher muss ich jetzt hier? Fabi, das war klug, was du getan hast. Ich weiß. Woher muss ich jetzt? Go, Fabi, go, 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 go. Ja, komm, lass mich da weiß. Durch, scheiße, Mann. Ja, er hat gleich. Rüberspringen. Ach so. Oh, jetzt hab ich nichts gesehen. Nein. Sorry. Und ja. Fabi hat die Challenge gewonnen. Ah. Ja. Mann, ich hab den falschen, ich hab nicht gewusst, wo es hergeht. Alter, da wäre der Knopf gewesen, Mann. Boah, ich hätte so easy gewonnen. Den behinderten Weg aus. Fabi, das war trotzdem richtig nice noch. Mann, ich hätte gewonnen. Jo. Okay. So, Zeit ist noch nicht um, gell? Das heißt, wenn Weiß jetzt. Oh, so, sag das doch, Mann! Oh, Mann, das wäre jetzt behindert für mich. Sag das doch, dass ich noch Zeit hab. 30 Sekunden. Weiß. Oh, Mann, ich war doch schon vom Knopf und bin zurückgegangen. Ich hab so, gedacht, Zeit ich hätte. Oh, nee, das müsst ihr doch sagen, Mann. Nee, jetzt ohne Witz, das müsst ihr doch sagen. Ich war beim Knopf. Jetzt ohne Witz, da kriegt er nochmal 3 Kilo abgezogen, weil sonst. Es wäre das war doch echt scheiße, Mann. Ich war da schon. Er wiegt ja nicht schon viel weniger als ich. Ja, aber trotzdem, das wäre einfach unfair. Da kriegt er nochmal 3 Kilo abgezogen, aber du kriegst 10 abgezogen. Ja, finde ich fair. Ja, okay, danke. Zieht mir doch 30 ab. Weiß, aber du bist damit einverstanden, ne? Ja, ist okay. Okay. Das wird heftig, Alter. Das wird richtig knapp. Ey, warte, ich möchte bitte einmal ganz kurz etwas testen. Weiß, komm mal kurz her. Hm? Kannst du widerstehen? Kannst du wirklich widerstehen? Er hat ihn aufgenommen! Weg mit diesem Fettteil! Ich will nicht mehr fett werden!
Die Zeit als Fettsack ist vorbei. Ja. Okay. Jetzt zum Fitnessguru. Dann auch zum Spectrun, würde ich sagen. Ja, das letzte Spiel. Jetzt geht's um die Wash. Beide können gewinnen. Moment, warte, wie viele Kilo kriegt man noch pro Spectrun abgezogen? Das sind 3 Runden, jeweils 3 Kilo. Also, okay, also es ist noch möglich. Fabi muss alle Runden gewinnen. Ja. Ja, genau, Alter, genau. Okay, wer will den Knopf klicken? Ich! Da. Okay. Ja, weiß er jetzt Glück, er muss sich einmal anstrengen. Warte kurz. Ah, das Game kenne ich. Haben wir immer noch Slowness 2 oder kriegen wir das jetzt weg? Ich kenne das Spiel nicht. Nee, das behaltet ihr. Okay. Ja, also. Nee. Das sind die ganz einfach. Darf ich erklären? Ja, dann mach du fett. Du musst einfach darauf laufen und wenn du auf der Druckplatte stehst, dann fällt TNT unter dir weg. Also ach, TNT, Mann. Ja. Ja, genau. Und eine wichtige Anmerkung noch: Ihr seid ja fett und das heißt, ihr dürft nicht stoppen. Es geht zwar noch, dass ihr dann Sprinten aktiviert, aber. Ihr könnt auch so normal überleben, aber ihr dürft auf keinen Fall stoppen, weil ihr sonst das verkackt habt. Das Problem ist jetzt nur, ich weiß nicht, ich denke, man weiß, hat schon gespielt. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich das spiele. Und ich habe das nur auf Hypixel einmal gespielt, also keine Sorge, du hast, ich habe keine Vorteile. Okay, das ist Fabis erstes Mal. Ja, okay. Ja. Und vergesst nicht, ihr seid scheiße langsam. Also ihr müsst am besten sprinten und springen, um das Ganze zu machen. Ja, okay, ich bin bereit. Das, 3 Runden werde ich eh nicht gewinnen können. Das geht schon gar nicht. Fabi, sei dir lieber Sieger ist sicher, ja? Du musst hier... Ja. Live, ja, du bist auf meiner Seite, du Spaß. Hab mal Hoffnung, ja? Ja. Ich versuch's auf jeden Fall, aber... Okay, ich bin bereit. Wir könnten ja auch pro Runde 5 erhöhen, dann hätte er vielleicht auch noch... Nein, ich hab alles erkämpft. Wir haben 3 festgelegt und das muss jetzt auch sein. Ach komm, ist ja keine Frage. Mein Gesang, du willst doch nicht singen. Sei ruhig. Okay, seid ihr bereit? Ja. Ach ja, sagen, go. Jetzt stillstehen, ihr werdet runtergeportet. Und jetzt beeilt euch, ne, mit dem Jumpen. Also ich darf jetzt schon laufen, oder was? Ja, ihr könnt jetzt loslaufen. Gleich loslegen, jo. Okay. Ist einfach nur unsichtbar, wie das aussieht. Nice. Okay, das ist schon mies. Ja. Es geht auch schon langsam was weg. Ja, das ist ja. Eigentlich muss ich nur einmal gewinnen. Dann... Naja. Du darfst aber nicht einmal gewinnen. Doch, und ich hab was Schönes für euch zu singen, besonders das Fabi ganz doll mag. Ach ja, ihr dürft euch hier nicht schlagen. Ja, okay. Schlagen ist vom ich konnte nicht sprinten. Wow! Scheiße, ich konnte nicht mehr sprinten, aber ich fast runter. Ja, ich auch nicht. Okay, wird schon spannender. Oh. Er hat schon was in sich, die Runde. Das geht in die Runde. Ja, das ist schon das ist echt spannend. Sonst weil noch alles offen ist auch. Oh, okay, das ist mies, das ist mies. Konnte nicht sprinten. Scheiße. Nein! Okay, Fabi, du hast die erste Runde gewonnen. Boah, Alter. Ja! Und ich glaube, wir müssen Fabi nochmal 3 Kilo abziehen, weil er so fett ist und vom PC schwitzt. Okay. Ja, Mann. Dann würde ich sagen, der nächste, ne? Also, es gibt hier 3 Runden. So. Krieg ich die jetzt schon abgezogen? Warte, geht mal kurz nicht durch. Bitte geht mal kurz nicht durch, okay? Ja. Du hast doch einen Kompass-Knife. Nein, der wird mir immer rausgeportet. Ach, echt? Na dann. Ja. Okay, seid ihr bereit für die nächste Runde? Ja. Okay, dann. Ziehst du runter noch kurz? Okay, 3, 2, 1. Go. Lauf, ihr Fettis. Lauf selber. Nee, ich kann fliegen. Ich bin Superman. Was? Ja, Mann. Also manchmal hat der Sprint kurz aufgehört und dann ist man gefickt irgendwie. Ja, Also das ist, wenn dir als Fettis die Puste ausgeht. Scheiße, Alter. Ihr könnt es auch schaffen, ohne zu sprinten, sage ich offen, aber es ist natürlich schwerer. Ja, klar, das. Ja, ja und dann müsst ihr gerade laufen, also diagonal wird da nichts, da fällt ihr runter. Schon getestet. Ah, fuck. Fabi. Ja. Hier ist ein Textiltuch. Schnell, nimm es dir, damit kannst du den Schweiß abwischen. Schnell. Okay. Stell dir einfach vor, weiß ist ein Burger. Dann läuft er hinterher. Ficker, geh weg! Oh, nice. Ich muss ja versuchen, den irgendwie da runterzubekommen. Na, wenn du jetzt gewinnst, wird's nochmal richtig spannend. Ah, geil, ich hab das Textiltuch, danke. Also, wenn der Fabi jetzt gewinnt, dann wird das ein Showdown. Nein, ich konnte nicht sprinten. Nein! Ja! Okay, jetzt wird's spannend. Oh, nice, fuck, nice. Nein! Okay, jetzt wird's richtig spannend. Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass nochmal so spannend wird. Scheiße. Ich verliere direkt. Oh. Nein!
Okay, Moment, wenn ich gewinne, dann weiß, Alter. Okay, das war jetzt schon echt schlimm. Ich glaube, ich gebe weiß, spannend. Aber nicht das, was er nicht mag, sondern einfach, wo er nicht mithalten kann. Wartet bitte noch mal ganz kurz. Ihr kriegt noch mal kurz beide Textiltücher. Ja, ein bisschen Wasser. Ich er hat alles genommen. Ja. Okay, der eine Eimer ist runtergefallen. Egal, brauche ich dich. Was? Ist jetzt wurde, Pech? Ich wurde jetzt nicht aktiviert. Nee, nee. Nein, das wurde nicht aktiviert. Nein! Wo ist der Idiot? Mein Zug hat einen aktiviert, also. Weil seid ihr die Fetten! Ihr seid die Fetten! Komm, halt's Maul! Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ah, ich bin okay. Die Falschen. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, verarscht. Okay, 3, 2, 1, go. Alter, das ist jetzt am Ende einfach richtig spannend. Das da, ist ja, das wird jetzt spannend. Oh ja. Ohne Witz, selbst wenn ich verliere, Mann, richtig geil, ohne Witz. Aber du hast die Chance, jetzt nochmal alles zu gewinnen, ne? Also das ja, klar. Ja. Nicht schlecht. Aber trotzdem, ich meine, allein schon, weil er so viel Spaß gemacht hat, finde ich. Ich finde es geil. Das war jetzt... manchmal halt ein bisschen unorganisiert, aber trotzdem allein jetzt dieses, wie nennt man das? Adrenalin, dieser Adrenalin-Push, sag ich mal. Dieses Adrenalin, ja, voll, du bist voll hoch, Adrenalin-Push, du Hurensohn. Nein, ich konnte nicht sprechen. Scheiße, ich auch nicht. Nicht runter, bitte. Oh nein. Mann. Ja, hier sieht's aber bei beiden ganz gut aus. Also, jetzt hier um alles. Heilige Kacke. Oh Gott! Ich will nicht singen! Ich auch weiß, nicht. Weiß, fall runter! Weiß, du musst gewinnen, sonst muss ich singen! Ja, ich weiß, ich will auch Barbie nicht singen! Sonst muss ich singen! Er weiß, warum. Ja. Okay. Okay, es wird knapp! Nein, oh. Ich kann nicht springen! Oh, ja! 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 Nein! Fettsack, ja! Ich wollte es nur spannend machen, müsst ihr wissen! Eigentlich müsste man mir jetzt mit 10 abziehen, weil ich gewonnen habe das Spiel. Also ich bin dafür. Eigentlich müsste man mit 10 abziehen, weil ich ja 2 von 3 gewonnen habe. Nein, oh Scheiße, ich bin geleftet. Es war trotzdem sehr spannend und es war auch sehr nice, dass du nochmal beide Spiele gewonnen hast. Das hat es ja nochmal viel spannender gemacht. Also. Oh nein. Hier, Props an dich, ne, Fabi? Ja. Oh mein Gott. Alter. Okay, dann geht's jetzt zur Ruhmeshalle, würde ich sagen. Ja. Fabi ist fett. Gut, dass du gewonnen hast. Ja, aber ja, ich wollte es, ganz ehrlich, ich wollte es ein bisschen spannend machen. Fabi war so arm und da habe ich gedacht, komm, mach ich mal ein bisschen. Oh. Weißt du schon ein Lied? Ja. Jetzt habe ich wieder Waffen. Okay. Ja, jetzt die Warnung an alle Epileptiker, die das gesehen haben. Also, na okay, sind jetzt am Arsch. Ja, hier rein noch die Warnung, gell. Okay, hier wird jetzt euer Gewicht eingetragen. Ich bin Platz 2. Also, ich habe schon rausgesucht, was der liebe Fabi machen kann. Ja, aber es ist nicht schlecht, ne? Also, Fabi ja 91 Kilo. Weißt du, 87 oder was war das jetzt? Ja, 87 Kilo. Ich meine, man hat ja am Anfang gemerkt, ich wollte Weiß nicht Chance lassen, weißt du? Dann dachte ich mir so, okay, am Anfang gibst du Gas. Hat dann leider nicht mehr gereicht, aber ich wollte Weiß mal gewinnen lassen, weil er immer verliert. Ja, du hast nicht ein einziges Mal irgendein beschissenes was gegen Freut euch nochmal auf die Demütigung und Weiß, das war das erste Mal, dass wir gegeneinander kämpfen. Stimmt. Oh, an die Zuschauer nochmal, es werden auch neue Minispiele kommen. Also jetzt werden alle Spiele, Minispiele nochmal neu gebaut mit neuen Ideen und so weiter. Ja, und hoffentlich diesmal bugfrei. Dann ja, noch nachher, also quasi das Ganze quasi aufgenommen, organisiert, geschnitten und so. Das haben Fabi und ich diesmal gar nicht, sondern der liebe Gemeinsong und der Knife quasi, haben die ganze Arbeit in das Video investiert. Also schaut auch bei beiden vorbei, es waren eigentlich nur bei der Aufnahme dabei, sonst war es für uns gar keine Arbeit. Deswegen und meinst du sogar mit englischen Untertiteln lernen? Mann, aber ich möchte jetzt bitte, dass Fabi singt. Ich habe einen Text rausgesucht. Moment, warte noch mal kurz. Also, Nein. Falls Zuschauer Spiele-Ideen haben, also für die Minispiele, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr nice. Und ja, dann. Weißt du, ist das denn ein Lied oder Rap? Rap? IJ? Komm mal kurz her. Ey, oh nein, ich weiß jetzt schon, IJ, von wem, Alter. Wir müssen hier noch Platz 1 und 2 eintragen. Flow, nein, ja. noch einen schlimmeren. Ich mach Platz 2. Nicht Julians Block, bitte. Bitte. Nein. Und das schlimmste Lied noch von dem dazu. Ey, dann gib mir wenigstens SpongeBob oder so, bitte, aber nicht Julians Block. Block, Alter. Nicht der, bitte. Gib mir San Diego, gib mir SpongeBob, gib mir. Oh nein. Weiß. Oh. Ja. Julians Block, würde ich sagen, ne? Ja. Oh nein. Ramela von dem. Ich hab den Text auch schon. Nice, wie machen wir's? Singt Minecraft also zuerst oder ich? Moment. Ich schreib euch den Text bei
Dings dabei. Weiß, kann ich. Kann er nicht das machen und du gibst mir was anderes? Nein! Da, viel Spaß mit dem Text! Okay, also, ihr singt. Nein, wollt ihr gleichzeutig singen oder nacheinander? Was? Ich brauch aber die. Hab ich geschrieben in Teamspeak? Nacheinander. Nee, ich brauch aber die Musik. Ja, dann spielst du ab noch im Hintergrund. Ey du Lappen, Ramela, es geht weiter. Auf Befehl, vom Rapper zum Kameltreiber. Du bist die allergrößte Witzfigur der Gangster-Ära. Wer ist eigentlich deine Freundin, Schwester Eva? Du kommst nicht höher als Platz 10 in Zukunft. Soll doch bei der Manager, pussyhaft in Regelblutung. Ein Barber ballert sich kein Flex auf dem Mädchenklo. Ho. Tut mir leid, ich spreche nur hetero. Rockefeller-mäßig, Schubern runter, Buschkacker. Du bist benebelt vom Kamelpisse und Flusswasser. Bewirb dich bei einer Pharmagruppe. Haft kann zaubern, er macht aus Heroin aus Lama-Spucke. Ich hörte, dass du in Frauenkleidern anschaffst. Ich stecke die Datteln in deinen Tanga, mach mir einen Schleier. Ist Queen der Sand-Reeperbahn. Von Frank bis Kamelistan, hau rein, Cho. Ramela, 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 Ramela. Bauchtänzer Baba, auf die tanzt im Sand und er pilgert mit den Asterix das ganze Land. Ramela, 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 Ramela. Er ist im Lama AG in einer Stadt unterwegs. Keiner passt zum Kamel, so wie Haft zum Befehl. Yeah, yeah. Er suche nach neuem Publikum, wie immer. Real heißt bei dir, du stehst im Flur und pulst den Trigger. Lass mich raten, du hast Scarface gerade durchgeguckt. Oder machst du öfter Drive-Bys in den Slums von Oldenburg? Deinen Tracks wird nur von Waffen, Sex und Geld gesprochen. Doch Insider wissen, du hast nicht mal einen Mensch erschossen. Und so ein Faker nennt sich Comedy Raps Erzfeind. Doch VBD wird Comedy, weil du die Scheiße ernst meinst. Yeah! Die ersten Freunde in deinem Alter werden Eltern. Hör auf zu rappen, Boy, du schadest dir nur selber. Bevor du uns in Ruhe lässt, hast du noch einen letzten Wunsch frei. Ich seh dir an, du Hund. Dir einen Deathjob-Gutschein. SpongeBob, kannst du bitte nochmal schnell rappen? Yo, der legendäre Super Battle Saiyajin, sie nennen mich den Game Son Goku, komm mit dem rosanen Vegeta, lade meine King Gedama, zerstör den Planeten, nachdem ich deinen Standard-Rap zerleg. Hol deine Kollegin, lass dir helfen, doch das ändert nicht daran, dass dich nicht warm im Battle schlägt. Wie willst du gewinnen, Mann, du Lappen, bist ja nicht mal eine Null auf meinem Kampfkraft-Messgerät. Kumpel, ich trafike deinen mädchenhaften Veggie-Burger-Flow. Liefere den Leuten mit den unnormalen Raps ne Mörder-Show. Mutterficke, du machst gerade mal ein bisschen Merch, Scheiße. Schau mir deine Hip-Hop-Festivals mit deiner Bande, dann verpassen wir die Hunde zum Prügel. Denn du Gemüse. Ich dagegen ficke mal zu einem Sexy-Bikini. Wir saufen Liter, weil ich Shampoos und bestellen Martinis, ich chill mit...